Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Ich hoffe, es ist nicht zu laut mit meinem Ventilator. Ich habe diesmal den Ventilator an. Und ja, worum geht's heute? Schaut mal, ich habe mir einen neuen Turban gekauft. Und was sagt ihr, wie findet ihr ihn? Irgendwie finde ich, fehlt hier vorne noch irgendwie was. Das ist so nackt. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie so eine Spange oder irgendwas finde, so einen Anstecker. Ich muss mal schauen. Irgendwie, ich mag das gern, aber mir fehlt so, sag ich mal, hier noch so ein bisschen Dekoration, hätte ich fast gesagt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich will auch gar nicht lange drum rumreden, was es heute so zu sehen gibt. Wir haben Spenden bekommen von zwei ganz, ganz bezaubernden Zuschauerinnen und das will ich euch direkt mal zeigen. Und ja, seid gespannt. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr begeistert darüber und das werdet ihr aber auch gleich sehen. Hallo ihr Lieben, schaut mal, ich habe heute wieder oder wir haben heute wieder eine Kleiderspende bekommen. Erstmal ganz, 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 ganz lieben Dank von Matbachelnäs, Likoloelnäs an Heidi. Das sind echt unglaublich schöne Sachen und ich bin wirklich zutiefst beeindruckt und auch gerührt, was du da mitgegeben hast. Und ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll darüber und einfach außer Danke. Das sind wirklich absolut Wahnsinn. Schaut euch das mal an. Und da werden sich die Kinder auf jeden Fall freuen, wenn die Sachen sehen. Ich sehe jetzt schon die leuchtenden Kinderaugen, wenn sie dann die ganzen Hosen und den Anzug und dann auch die Schlafsäcke. Habt ihr das gesehen dort? Mashallah, mashallah, wunderschön, wirklich. Also ich bin zutiefst gerührt, auf jeden Fall. Ja, und hier geht's dann nochmal weiter. Das ist auch noch eine Spende von Heidi in dem Fall. Pullover, T-Shirts, Sweatjacken, wenn ich das richtig sehe. Also hier Kapuzenjacken und so. Und mal schauen. T-Shirts, Pullover, genau. Wahnsinn. Mashallah, Liki, mashallah. Vielen, vielen Dank. Und da werden sich die Kids auf jeden Fall drüber freuen. Ja, und hier seht ihr eine Spende oder mehrere Spenden, also es folgt noch ein bisschen mehr, von der lieben Lilly, die in Masa Alam jetzt momentan ist und das Ganze mitgenommen hat hier. Das ist ebenfalls Sadaqa, also eine Spende für Matbach al-Nas, Likul al-Nas und es ist einfach unglaublich. Ich bin wirklich, wirklich, das habe ich den beiden auch schon, oder das habe ich Lilly heute auch schon gesagt, ich bin einfach wirklich zutiefst beeindruckt darüber, was sie alles
an Spenden für Madbach Hennes und ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll, außer Danke dafür, weil die Leute, die wissen wahrscheinlich gar nicht, die sind wahrscheinlich genauso sprachlos wie wir vor Freude, wenn sie das sehen, weil es sind einfach wirklich unglaublich schöne Sachen. Und ja, einfach im Namen von Madbach Hennes, Lekoloennes, vielen, vielen, vielen Dank, wirklich. Hier schaut man, das ist auch noch die Spende von Lilly. Die ganzen Schuhe, Chip-Chip, Hosen, Gürtel, Hazam, Socken, Scharab. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Maschallah, Barakallah, Fikum. Wunderschön, wirklich. Ich bin echt, wie ihr merkt, ich bin selten sprachlos, aber das verschlägt mir wirklich vor Freude, dann auch mal tatsächlich die Sprache in dem Fall. Sehr, sehr schön. Ja, und hier dann noch der dritte Teil. Dann sind nochmal Oberteile, Pullover, T-Shirts, auch von der lieben Lilly. Und es ist einfach wirklich Wahnsinn. Maschallah. Ja, und hier, wie ihr seht, mein kleiner schwarzer Freund war mal wieder da. Normal ist er mal hinterm Haus, aber jetzt aktuell scheint er mal vorm Haus bei uns da irgendwo in der Nähe zu liegen. Jetzt hatte ich seinen Kumpel aber schon gefüttert heute Mittag oder heute Nachmittag eher, als der kam zum Abend hin und hatte leider nichts mehr für ihn. Ich will mal gucken, wenn wir morgen oder übermorgen in den Supermarkt fahren, ob ich dann ein bisschen Dosenfutter oder irgendwas für ihn kriege. Weil es fällt leider nicht immer was zu fressen für ihn ab bei uns. Und das olle Brot ohne irgendwas, das trockene, wollte er dann auch nicht. Ja, so ausgehungert war er dann doch nicht. Also ab und zu findet er anscheinend doch noch mal was. Und ja, aber ich gucke mal morgen, ob ich was an Dosenfutter oder so finde. Für Katzen habe ich im Supermarkt gesehen. Gibt es was? Hunde weiß ich jetzt gerade nicht, aber er ist ja ein ganz süßer. Er hat auch Pfötchen gegeben und Hallo gesagt und so, ne? Natürlich, als die Kamera an war, war er ein bisschen schüchtern. Da hat er dann kein Pfötchen mehr gegeben. Hallo, ihr Lieben. So, wir sind unterwegs. Ich hoffe, ihr könnt mich ein bisschen hören. Wir sind gerade unterwegs auf dem Weg zum Arzt mit meiner Schwägerin und inshallah werde ich euch gleich noch ein bisschen was zeigen können beim Arzt und so. Und wir fahren diesmal Mikrobus, wie ihr seht. Wartet, zeige ich euch mal hier. Ja. Weil unser Auto gerade in der Werkstatt ist und wir nicht mit unserem Auto fahren können. Ich hoffe, wir bekommen es wieder, weil ich bin es nicht mehr gewohnt, hier im Mikrobus zu fahren. Aber ist okay. Ist okay. Gehört mit dazu. Ich mag das. Ich fahre lieber Mikrobus als den sagt schon, Tuk-Tuk oder ähnliches. Ne? Also ja, ich melde mich später nochmal. Bis dann. Bye bye.
Hallo. Hallo, der Fitte. Ja, ja. Mit deine Fitte, ne? Hallo, Bess. Hallo zusammen. Danke. Du warte, schon Charal, du warte. Gulli, Bess. Hallo zusammen. Hallo, meine Liebe. Hallo, meine Liebe. Mashallah, Habibi. Wir sind hier im Café und zwar ist das direkt am Nil. Auf der de Ramle de East. Café Saraya. Saraya, Café Saraya ist das hier. Und wir sind auf der ländlichen Seite von Luxor hier. Ist ein sehr, sehr schönes Café. Hinten habt ihr eine Spielecke, guck mal, da könnt ihr die Kinder hinschicken zum Spielen. Und ja, ist gemütlich hier auf jeden Fall. So, wir sind für euch jetzt nochmal extra auf der anderen Seite rausgegangen, um nochmal ein Video zu machen hier vom Nil. Wir sind jetzt auf der, ich glaube, das ist die Ostseite hier, oder? Also die ländliche Seite, das ist Remla, der Ortsteil nennt sich Remla hier. Ich hoffe, man kann das ein bisschen erkennen. Es ist leider mal etwas verschwommen, wenn ich mich hier bewege. Da hinten, Moment, da ist das Sibir Hotel. So, da sind wir nochmal zusammen. Hallo, mein Lieben. Danny? Hallo, mein Lieben. Hallo, meine Lieben. Meine Lieben. Ah, Quiz. Ja, wir sind hier jetzt, wie gesagt, im Bereich vom Remla. Das nennt sich Corner. Und hier hinten haben wir auch unsere Wohnung gehabt früher. Als wir noch keine eigene Wohnung hatten, waren wir mal hier. Und ich habe, glaube ich, auch mal erzählt, bei Luxury, also Luxus Apartments nennt sich das, hier Restaurant. Und wunderschön, und ich weiß, Khadija hatte hier unten auch mal ihr Hotel, oder nein, nicht Hotel, die Wohnung. Ich habe aber den Namen vergessen, irgendwas mit Moon. Die sind auch direkt hier am Nil. Ich mag das gerne hier, also ich bin gerne hier am Nil unten an den Wohnungen und so. Man kann auch direkt dann mit dem Boot übersetzen nach Luxor und so, das ist echt immer ganz schön. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg. Wir waren noch kurz im Café, habe ich ja erzählt. Und die übliche Lautstärke hier von den Frauen und arabischen Männern zusammen. Ja, wir sind ja nur zu fünft hier im Auto, aber es ist halt normal. Jetzt noch mal ein bisschen mit durchs Dorf hier. Apotheke. Hier, schaut mal, könnt ihr Hühner kaufen. Klamottengeschäft. Dukan. Sah zumindest für mich so aus. Ja, die letzten Tage war recht aufregend bei uns und recht viel los, wie ihr wisst. Na, Geburt bei meiner, bei meiner Schwägerin. Meine Freundin hat ihr Kind bekommen. Erst meine Freundin, dann meine Schwägerin, dann die Hochzeit von dem Bruder von Elsinetti. Und einiges los gewesen. Wir waren in Kena und wir waren in Luxor fast jeden Tag. Jetzt ist es aktuell so, momentan haben wir jetzt nicht so viel gemacht die letzten zwei Tage. Es liegt einfach daran, dass unser Auto kaputt ist und wir gerade nicht so viel rauskommen.
Wir waren jetzt mit der Schwägerin, also mit der Frau von meinem Schwager, waren wir beim Frauenarzt, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Ich hatte ja erzählt, dass sie, die haben beide im Mai geheiratet, als ich das letzte Mal hier war. Und ja, sie ist dann auch kurz nach der Hochzeit direkt schwanger geworden. Und jetzt war wieder normale Kontrolluntersuchung. Ist ja üblich, dass man so alle, ich glaube einmal im Monat gehen sie hier. Und diesmal hat sie mich gefragt, ob ich mitkommen möchte, weil ich jetzt gerade da war. Und ja, ich durfte auch mit rein zum Arzt. Habt ihr gesehen, zeige ich euch ja in dem Video. Und war sehr nett. Der Doktor heißt Said. Said heißt, ja, Said heißt glücklich. Eigentlich eher so schön, Said. Said ist ein schöner Name, finde ich, Said. Ja, auch ein sehr sympathischer Arzt. Also muss ich sagen, wirklich wirkte sehr, sehr nett. Und ja, vielleicht darf ich beim nächsten Mal, wenn es wieder passt und sie Termin hat, auch wieder mit. Inshallah, wir schauen mal. Deswegen, also ihr wundert euch, oder nicht, dass ihr euch wundert, warum jetzt die Videos so kurz waren und ich auch nicht so viel Neues erlebt habe. Das liegt einfach tatsächlich daran, dass ich momentan hier aus dem Dorf nicht so rauskomme, weil ohne Auto ist immer schwierig und wir müssen dann immer jemanden organisieren, der ein Auto hat, uns dann fährt und ach, das ist immer alles so, nee, dann lieber 2 Tage jetzt mal hier im Dorf bleiben, entspannt und dann übermorgen geht es dann wieder los und wir werden dann wieder rausfahren und dies und jenes mal. Also ich möchte auf jeden Fall nochmal nach Luxor, morgen ist ja Aids Geburtstag und mal gucken, es steht ja auch noch die Fahrt an vom Matbacher Ness. Und ich warte noch auf Videos von Esnati von Matbachenes. Die haben ja wieder Essen verteilt. Momentan ist er halt etwas beschäftigt, weil auch er jetzt wohl langsam heiraten möchte. Und Mashallah, er hat sich verlobt vor 2 Tagen. Mehr weiß ich noch nicht darüber. Ich bin gespannt, ob er mir in den nächsten Tagen, wenn wir ihn sehen, mehr verrät und wann die Verlobungsfeier und alles ist. Und ja, ich bin sehr gespannt darauf, auf die Braut, was er so erzählt. Ich meine, die kommt aus Aswan, hatte er gesagt, aber nagelt mich nicht drauf fest. Ich werde die mal fragen, sobald ich ihn wiedersehe. Die anderen beiden sind jetzt erstmal im Honeymoon, ne? Das Brautpaar. Und ja, mal sehen, wann die wiederkommen und Inshallah wird sie direkt auch gleich schwanger werden, so wie es hier ja üblich und auch gewünscht ist und so. Und hoffen wir mal das Allerbeste. Ja, das war es jetzt erstmal wieder von mir. Und ich bin, ach so, eins habe ich noch vergessen. Ich habe heute gehofft, ich treffe endlich den schwarzen kleinen Freund von mir wieder, weil gestern haben wir, war das gestern oder was vorgestern? Leute, ich habe echt kein Zeitgefühl mehr, ne? War hier vorm Haus, hat gewartet und ja, heute habe ich ihn noch nicht gesehen. Bin schon ganz traurig, habe extra ein bisschen was zu futtern für ihn aufgehoben und jetzt kommt er nicht. Naja, mal gucken, vielleicht ist er nachher dann da und wartet hier vorm Haus, dass wir kommen. Dann zeige ich euch das mal, wenn ich ihn wieder ein bisschen füttern kann. So, jetzt aber genug von mir. Wir sehen uns im nächsten Video inshallah wieder. Bis dann, bleibt gesund. Ich freue mich auf euch und bis bald. Bye, bye.